Ja, Satz und Pfeffer ist in der Berliner Lesebühnenszene extrem beliebt. Und ich gratuliere der Lesebühne Satz und Pfeffer zum 10-jährigen Bestehen. Beide Male sehr gut gefallen. Jubiläum. Ich habe mich immer sehr gefreut, da zu sein, und es war sehr beeindruckend, so ein Schweizer Städtchen. Satz und Pfeffer, Leute. Seit mehr als 50 Jahren das Vorbild einfach für alle Lesebühnen in der ganzen Welt. Ich finde Satz und Pfeffer so unglaublich. Ich schwitze fast, wenn ich nur diese zwei Wörter höre. Satz und Pfeffer. 10 Jahre Satz und Pfeffer. Herzlichen Glückwunsch. Also ich wünsche auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch für 10 Jahre Satz und Pfeffer. Ich muss es einfach sagen, wie es ist. Es war das Schönste, was ich je erlebt habe. Und ich gratuliere euch recht herzlich zum 10-jährigen Jubiläum. Satz und Pfeffer, ich war zweimal da, es war sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Grüße in die Schweiz. Vermisse jetzt schon, dass ich nicht bei der 10-Jahres-Feier da bin, aber viel Spaß. Ich habe mich immer sehr gefreut, dort sein zu können und wünsche der Veranstaltung für die nächsten 100 Jahre weiterhin alles Gute. Eine großartige Veranstaltung. Ich kann sie nur Auf empfehlen. jeden Fall gehört das zu meinen ja, großartigsten Schweiz-Erinnerungen. Satz und Pfeffer im Zug. Ich komme gerne wieder und ich hoffe, dass es die Lesebühne noch sehr lange geben wird und dass ich vielleicht sogar noch mal eingeladen wäre. Das wäre toll. Prost auf euch. Alles Gute. Und vor vielen Jahren, als ich erfuhr, dass es auch eine Lesebühne in der Schweiz gibt, war ich zuerst sehr überrascht, dass dieses Phänomen auch den Weg in die Schweiz gefunden hat. Und habe mich dann sehr darum bemüht, dass ich mal bei Oswalds Eleven eingeladen werden durfte. Und muss zugeben, dass es einer meiner schönsten Auftritte war, weil das Publikum einfach ein sehr, sehr wohlwollendes Publikum ist im Zug und ich mich sehr gefreut habe, dass ich da sein durfte. Das Vorbild einfach für alle Lesebühnen in der ganzen Welt.